Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Deus Ex Mankind Divided Part 19. Ich bin euer Voldyboy hier live aus dem Rotlichtviertel von Prag, wo wir hier im Irish Stool den Stanek getroffen haben, einen Uhrmacher, der ganz klar mit seiner Tochter zusammen irgendwie an dem Bombenattentat beteiligt war. Verzeihung, am Hauptbahnhof. Und ich denke mir, wir sollten jetzt die Wohnung von meinem Vorgesetzten, von Jim Miller, durchsuchen. Das ist das Nächste, was wir machen müssen. Aber ich kann mich fast nicht satt sehen. Das ist so eine geile Location hier. Red Queen. Meine Güte. Das ist wirklich so genial gemacht. Also, da muss man sagen, grafisch ist das ein richtiges Meisterwerk. Okay, wir müssen uns jetzt aber wieder auf unsere Mission konzentrieren und sehen uns gerade beim Apartment von Jim Miller. Okay, da sind wir ja wieder beim Apartment 33 Havni. Müsste da irgendwie hier oben die Wohnung sein von Miller? Sicherheitsstufe 3, ja. Nehmen wir lieber das Multitool. Ist einfacher. Alex, ich bin in Millers Apartment. Der Mann ist sehr ordentlich. Was hast du erwartet? Er war beim SAS. Das Militär macht aus jedem einen Ordnungsfanatiker. Wenn er Geheimnisse hat, Adam, dann gut versteckt. Jeder verrät sich irgendwie. Ich muss mehr über ihn wissen. Okay. Er verdient sicher nicht schlecht, hä? In der TF-29. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass er vielleicht sogar noch einen kleinen Nebenjob hat. He? Nämlich Verräter oder Doppelagent, was auch immer. Nein, ich möchte ihm das nicht unterstellen, weil das ist bis jetzt einfach wirklich unbewiesen. Okay, aber was ich hier sehe, ist, das ist eigentlich ganz eine normale Küche. Ich glaube nicht, dass wir hier unten etwas werden finden. Gehen wir mal rauf schauen. Er scheint Australien-Fan zu sein. Oi, oi, schick, schick. Ein Billardtisch. Das ist eigentlich mehr nur so eine Empore. He? Das ist gar kein richtiges Zimmer. Was haben wir denn hier? Eigentlich nur Zeitschriften. Die verratet höchstens, dass er ein Velo-Fan ist, genau. Aber mehr sehe ich da nicht. Scheint auch nicht relevant zu sein. Millers Apartment untersuchen. Mann, der hat überall Credit Chips, hey, so genial. Nur noch mehr von dem Zeug. Okay. Mal schauen, ob wir irgendetwas Interessantes sehen. Oh, sogar etwas sehr Interessantes. Ja, das Auge, das ist wirklich sehr gut. Es ist nur die Frage, wie kommt man da rein? Verstecktes Fach? Hast du schon Fach? Was in dem Apartment gefunden? Miller hat seine Geheimnisse gut versteckt, wie du gesagt hast. Ich suche weiter. Nur ein Waffenkoffer, das kann es nicht sein. Mega cool. Ein Punching Ball.
Dann kann man sie gar nicht nutzen. Was ist jetzt das gewesen? Nein! Okay! So funktioniert das? Ja, nein, ich habe es natürlich gewusst, Jungs und Mädels. Ich wollte es nur ein bisschen spannend machen. Ui, was haben wir denn da? Das ist jetzt das Scharfschützengewehr. Mein Gott, das kann ich leider nicht nehmen, weil mein Inventar ist noch nicht erweitert. Aber ich komme später zurück und hole es mir. So, da hätten wir einen Safe. Und was ist das? Jim Millers Zugangskarte. Ich glaube, ich habe was. Millers NSN-Zugangskarte. Er muss sie zurückgelassen haben, als er sich bei seinem zweiten Computer angemeldet hat. Sein zweiter Computer? Ist da was Belastendes drauf? Hab noch nicht nachgesehen. Aber wirklich was erfahren werden wir wohl nur, wenn wir das gesamte NSN-Gespräch haben. Scheiße, Mann, das ist riskant. Aber notwendig. Warum? Hast du was über Versalife gefunden? Nichts Gutes. Wir treffen uns in dem kleinen Hof in der Nähe von TF-29, dann erkläre ich's dir. Okay, ich denke, wir machen hier doch wieder alles zu. Weil der Miller sollte wirklich nicht wissen, dass wir hier gewesen sind, finde ich. Und das ist schon wichtig, dass wir Spuren verwischen. Und jetzt sollten wir uns mit der Alex treffen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zugangskarte, die wir jetzt gefunden haben, sollen Beweis sein für die Doppelzüngigkeit von ihm. Das glaube ich eh noch nicht. Okay, in der Nähe der TF-29 mit Vega treffen. Alex, bist du da? Hey, danke fürs Beeilen. Ich wollte nicht zu lange allein rumhängen, falls du aufgehalten worden wärst. Manchmal kann ich ein Gentleman sein. Du hast gesagt, du hast was über Versalife. Ja, vor einigen Monaten wurde eine Forschungsassistentin in ihrer Fabrik Rockersacker Beach tot aufgefunden. Abteilung für Spezialprojekte. Sie wurde vergiftet, genau wie Rocker. Sie? Hast du einen Namen? Anneke Norstad. Warum? Kennst du dort jemanden? Spielt keine Rolle, vergiss es. Ich hasse Versalife, Adam. Als ich noch für Bell Tower in Panama geflogen bin, bin ich schon auf diese Scheiße gestoßen. Seitdem habe ich ein Fadenkreuz auf dem Rücken. Wenn die mit drinstecken, wird's übel. Wenn sie mit drinstecken, kriegen wir sie. Wir müssen nur wissen, worum es geht. Rucker hat mir das vor seinem Tod gegeben. Das soll ein Beweis sein, dass die Ark reingelegt wird. Da ist eine E-Mail drauf. Liest sich wie Aktivierungsanweisungen. Woher hat er den? Wem gehört er? Ich habe einen Verdacht, kann aber nichts beweisen. Und bis dahin kannst du Janus oder einen deiner Juggernaut-Freunde bitten, die IP-Adresse zurückzuverfolgen? Ja, Mann, kein Problem. Hör mal, wegen Versalife. Die Infos über Norstad waren tief vergraben. Kein Polizeibericht, keine Autopsie. Nur eine Fußnote in einem Versicherungsanspruch. Betriebsunfall. Sie hat mit gefährlichen Pathogenen gearbeitet, oder? Vermutlich. Janus glaubt, es steckt mehr dahinter. Er hat den Bericht gefunden. Sagte, er sei seltsam. Seltsam? Viele leere Stellen und fehlende Details. Mehr hat er nicht gesagt. Und du hast ihn auch nicht gefragt. Ist das jetzt ein Vorwurf? Nein, gar nicht. Aber du hast offenbar großes Vertrauen in Janus. Janus hat meine Identität geändert, mir wieder eine Aufgabe gegeben, nachdem Versalife alles ruiniert hatte. Er hat mir einen neuen Blick auf die Dinge ermöglicht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass manche Verschwörungstheorien nicht weit von der Wahrheit entfernt sind. Ich habe nach Panama nichts von dem geglaubt, was Pikes über den Zwischenfall berichtet hat. Dann wurde es für uns Augmentierte immer schlimmer. Und Janus hat mir die Chance gegeben, daran was zu ändern. Durch die Verfolgung der Männer im Schatten.
durch die Arbeit mit dir. Ich denke darüber nach, was du gesagt hast. Der Ark einen Einbruch anhängen, damit sie wie Terroristen wirken? Eine Versalife-Forscherin stirbt, vergiftet, genau wie Rucker? Geht es hier um Biowaffen? Millers Zugangskarte könnte uns helfen. Wie? Ich kann dir nicht folgen. NSN-Gespräche werden in der Cloud des Systems gespeichert. Wenn ich mich mit seiner Zugangskarte als Miller anmelde, kann ich vielleicht mehr von seinem Gespräch mit den Bossen abspielen. Scheiße, Adam, das ist nicht wie bei einer Wanze. Du musst den Stuhl benutzen, wenn dich jemand erwischt. Das Risiko gehe ich ein. Deine Entscheidung. Aber ich will eingestöpselt sein und die gesamte Aktion mithören. Sei einfach vorsichtig, Mann. Melde dich, wenn du Zugriff auf die Maschine hast. Okay. Heißt sie jetzt eigentlich Alex oder heißt sie Vega? Ich komme nicht ganz draus. Es ist egal. Sie ist eine sehr taffe Frau. Und ich muss sagen, bei diesen zwei funkt es doch irgendwie, oder nicht? Also ich habe irgendwie den Eindruck, egal. Wir sollten jetzt auf jeden Fall ins Hauptquartier und uns da irgendwo einstöpseln. Das ist sehr interessant, wirklich. Vielleicht erfahren wir jetzt wirklich, ob der Miller ein doppeltes Spiel spielt. Allerdings ist das Ganze wahrscheinlich auch noch mit einem gewissen Risiko verbunden. Okay, Versalife. Genau, Versalife, das ist die Firma, der Pharmakonzern, wo das Neuropozin erfunden hat. Und ihr wisst ja, Versalife hat mit dem ein Vermögen gemacht. Weil ja schlussendlich alle Augmentierten auf das Medikament angewiesen sind, weil sonst der Körper die optischen Funktionen abstoßt. Keine Ahnung, wie das genau geht, das Ganze, aber es ist auch sehr interessant. Ich glaube, wir müssen wieder rauf. Genau, wir müssen ins Büro von Miller. Er ist ja nicht da, stimmt, genau. In Gotham City bleiben? Solange es dauert, hat er gesagt. Er stimmt sich mit der Staatspolizei ab. Das erklärt, warum er erst nach Hause ist, um sich umzuziehen. Seine persönliche Ausrüstung ist in seiner Wohnung. Natürlich, seine Privatsphäre ist ihm wichtig. Wohnt er wirklich in einem Penthouse? Lassen wir das Thema. Genau. Im Penthouse sind wir ja schon gewesen, hä? Okay, können wir jetzt da einfach rein? Sieht nicht so aus, als würden die sich gross interessieren für das, was der Jensen macht. Und wir haben ja Zugangskarte. Trotzdem möchten wir ein bisschen Privatsphäre haben. So, mal schnell schauen, ob es da noch irgendetwas hat. Sieht nicht so aus, he? Ich glaube, wir haben hier auch schon mal alles ein bisschen angeschaut. Neural Subnet. Okay. Alex, ich bin drin. Muss ich etwas wissen, bevor ich den Stuhl aktiviere? Jedes NSN ist anders, Mann. Also bin ich nicht sicher. Ich nehme an, du landest in einer Art virtuellem Konferenzraum. Es sollte sonst niemand da sein. Und falls doch? Bist du Miller. Sag was Lässiges und melde dich ab. Okay. Und wo finde ich diese gespeicherten Gespräche? Keine Ahnung. Es ist dein Plan. Aber holographische Aufzeichnungen sind speicherintensiv. Du musst vielleicht an mehreren Orten suchen. Ich muss auf mein Gehör vertrauen. Genau. Der Flüsterchip ist auch noch da. Wir erfahren es also beide, wenn du es geschafft hast. Viel Glück, Adam. Das ist anders.
Wow. Wo sind wir denn da gelandet? Hey? In einer extrem virtuellen Realität. Und der Adam ist jetzt der Jim. Das ist sehr interessant. Ja, und die Tafelrunde, die kommt uns auch bekannt vor. Wenn ihr den Part 1 geschaut habt, von Deus Ex, Mankind Divided, dann habt ihr das im Tutorial auch gesehen. He? Wir wissen noch nicht so genau, was das für eine illustre Gesellschaft ist, die wir hier gesehen haben. Illuminatis irgendwie, schätze ich jetzt mal, darf man schon eine Vorprognose wagen. Freimaurer. Ja, ich denke mir, wir sind auf der richtigen Spur. Aber wir machen hier einen Break und wir sehen uns beim Let's Play Deus Ex Mankind Divided Part 20. Ich bin euer Voldemort und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnent werdet. Bis die Tage! Freue mich auf euch!